Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer schönen Fatburner-Einheit mit mir heute Abend auf dem DRK-Account. Ich hoffe, ihr seid startklar und seid motiviert und freut euch auf die gemeinsame Stunde, die wir jetzt zusammen starten werden. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Franzi und bin immer für euch am Dienstagabend hier für euch da. Heute, wie gesagt, mit einer schönen Fullbody, stimmt gar nicht, mit einer, es ist Fullbody, aber im Fatburner-Bereich sind wir heute unterwegs. Das bedeutet, wie ich schon angekündigt habe, wir sorgen heute dafür, den Puls ein bisschen höher zu bringen und wollen anständig schwitzen zusammen. Also das bedeutet, der Cardio-Teil ist heute ziemlich hoch. Ich gebe euch natürlich, wie versprochen, auch immer... Hallo! Ich gebe euch natürlich auch immer, wie versprochen, eine Einsteiger-Variante. Das bedeutet also, ihr habt immer, immer die Möglichkeit, euer Tempo und eure Intensität selbst zu bestimmen. Wenn ihr zwischendurch das Bedürfnis habt, eine kurze Pause zu machen, ist das gar kein Problem. Macht es einfach so, wie es für euch am besten ist. Ihr braucht ein bisschen Platz heute, wo auch immer ihr gerade steht, ob im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder im Flur. Ungefähr einen Meter nach vorne, einen Meter nach links, einen Meter nach rechts und dann geht es los. Ich drehe gleich die Musik ein bisschen lauter. Wir starten mit einem klitzekleinen Warm-up, um alles einmal ein bisschen durchzumobilisieren. Und dann sind wir auch schon startklar. Von daher würde ich sagen, wir legen jetzt direkt los. 1, 2, 3, gute Laune, sage ich. Und wir starten. Gut. Und wie gesagt, scheut euch nicht davor, wenn ihr zwischendurch ein bisschen durchatmen wollt, euch auch wirklich die Zeit zu nehmen. Macht dann einfach alles in einer etwas moderateren Variante. Wichtig ist, dass ihr euch gut fühlt während des gesamten Workouts. Jetzt aber. So. Okay. Ein bisschen lauter. Okay, starten wir. Ihr marschiert ganz locker mit mir am Platz. Zieht mal die Knie schön nach oben. Und die Arme ziehen aktiv mit. Sehr gut. Marschiert mal schön locker, ganz entspannt. Und jetzt ein bisschen weiter öffnen die Beine. Arme schön aktiv mitziehen. Noch viermal mehr. Dreimal mehr. Zweimal mehr. Lunchen zurück. Noch ganz schön schnell. Ich mache es noch ein bisschen langsamer für den Anfang. So. Zieht mal die Arme schön dynamisch durch. Bringt den Oberkörper leicht nach vorn. Sehr gut. Und die letzten viermal. Vier mehr. Drei mehr. Zweimal noch. Im Wechsel zur Seite. Verlagert mal den Oberkörper leicht nach vorn. Tap, 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 tap. Sehr gut. Kommen wir noch ein Stück tiefer. Und die letzten. Noch acht. Sieben mehr. Sechs noch. Die letzten. Vier. Gleich gehen wir noch mal eine Runde zurück. Jetzt. Zieht mal eure Arme ein bisschen höher. Perfekt. Vier Stück haben wir noch. Vier mehr. Noch drei. Eine Runde nochmal zur Seite. Auf geht's. Yep. Easy. Die Arme schön locker mitschwingen. Wir machen das Ganze gleich nur mit einem Bein zur Zeit. Jetzt. Tap, 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 tap. Beugt mal euer Standbein. Viermal mehr. Dreimal noch. Wir wechseln gleich den Fuß. Jetzt. Kommt noch ein bisschen tiefer. Macht die letzten vier. Vier mehr. Drei mehr. Zweimal noch. Startet mal mit dem Knee-Lift. Zieht mal die Knie hoch. Streckt die Arme lang. Seite. Dreht mal den Oberkörper leicht ein. Viermal mehr. Drei noch. Jetzt zieht ihr mal die Ellenbogen diagonal tief. Zack, zack. Das sieht gut aus. Glaube ich zumindest. Ich glaube, dass es gut aussieht. Noch vier. Drei mehr.
zwei mehr. Auch hier machen wir jetzt mal ein Bein zur Mitte zur Zeit. Komm. Zieht. Hoch. 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 Bringt mal die Arme schön lang hoch. Vier noch. Drei mehr. Zwei mehr noch. Wir wechseln. Komm. Genau, wir befinden uns immer noch im Warm-up. Aber heute ein bisschen schneller. Drei mehr. Jetzt lasst ihr mal die Beine geöffnet stehen. Öffnet mal und verlagert. Von rechts nach links. Dreht mal die Schultern schön mit ein. Sehr gut. Schön aktiv eure Knie beugen und strecken. Nehmt jetzt mal die Arme mit. Tap, 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 tap. Noch 8, noch 6 und die letzten 4 Mal. 3 noch, 2 mehr. Ihr bleibt hier auf der Seite und zieht mal den Arm. Hoch und tief. 2 mehr, letzter. Wechselt einmal die Seite, einmal rüber setzen. Auch hier schön aktiv. Noch 4 Mal. 3 Mal mehr. So, jetzt kommt einmal zur Mitte und rollt euch nach oben auf. Gut, kreist mal die Schultern. Mobilisation für den Schultergürtel. Lasst die Knie locker. Und jetzt mal nur einen Arm schön zurück. Große Bewegung. Anderen Arm. Zurück. Jetzt drehen wir mal den Oberkörper von links nach rechts. Rotation. Macht es gerne ein bisschen dynamischer. Zweimal noch. Okay. Und wir starten mal ganz locker. Nur mit ein paar Squats. Schiebt den Po tief und hoch. Und wir starten gleich mit unserer eigentlichen Runde. Aber zuerst gebe ich euch noch 8 Stück davon. 8. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, euch wird warm. Macht mal noch 2. Der letzte. Und stopp. Gut. Wir legen los. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir wollen heute verschiedene Übungen zusammen. Folgt mir einfach, habt einfach gute Laune und dann wird es auch gut. Marschiert mal mit mir. Wir beginnen zuallererst mit einem Jumping Jack. Optional. Machst du den. Let's go. Arme schön lang. Wir reihen einfach verschiedenste Übungen aneinander und zwischendrin haben wir ein paar kleine Kräftigungsübungen. Zieh die Arme hoch. Yep. Sehr gut. Hoch. Hoch. Und wie gesagt, wenn es dir zu viel ist, bleib in der Basic-Variante. 8 Stück haben wir noch. Jetzt noch 8. 7. 6 mehr. Und die letzten 4. Mach noch 2. Nächste Runde. Ändern ein bisschen. Schau mal. Geh nach vorn. Höp, höp. Die Füße ganz locker. Und mach es ganz easy. Und jetzt nimm mal deine Arme mit. Und ein Arm patsch nach vorn. Zieh, zieh. Vor. Jawohl. Mach noch 8 Stück mehr. 8. 7. 6. Und ich gebe dir die letzten 4. Danach machst du einfach nur eine halbe Drehung. Und machst das Ganze mit dem anderen Fuß. Jetzt. Nach. Nach vorne. Vor. Tap. Lass den anderen Arm oben. Und jetzt schön mit Energie. Bring mal Kraft in den Arm. Perfekt. Auch hier haben wir noch 8 mehr.
7, 6, 5 mehr, 4 mal, 3, ein neuer Schritt, wir joggen am Platz. Wenn du nicht joggen magst, dann marschier schön intensiv und zieh deine Knie hoch. Alternativ joggst du. Jogg mal mit mir nach vorne. Jetzt. Vor und zurück. 4, 3, let's go. Das Ganze kombinieren wir mit unseren Armen nach oben. Komm. Und zurück. 4, 3, 2 und ab. Und wenn du nicht joggen magst, dann geh. Komm, machen wir nochmal. Auf geht's. Zurück. Jawohl. 4, 3, 2. So, wir bauen alles von vorne zusammen. Jumping Jack. Komm. Optional mach Tap. Wenn du zwischendurch eine kleine Ruhepause brauchst, mach ein bisschen weniger. Jetzt der rechte Arm vor. Komm. Spannung in den Arm. Jetzt noch 4, 3 mehr, 2 mehr, wir wechseln. Hopp, hopp. Schöne Kraft und Energie. Die letzten 4, noch 3. Gleich joggen wir nach vorn. Los geht's. Hopp, zieh. Nach hinten. Noch einmal. 2, 3, zurück. Die letzte Runde von vorne. Jumping Jack. Gut. Denk an deine Atmung. Schön mitatmen. Gleich nochmal. Den Punch nach vorn. Komm. Und hier kriegst du Kraft in deinen Arm. Sehr gut. Und du wechselst die Seite. Komm. Sehr gut. Vor, 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 vor. Ich hoffe, dir wird warm. Zumindest ein bisschen. Wir joggen nochmal vor. Komm. Lang. Und zurück. Land die Arme. Nochmal. Jawohl. Zurück. Achtung. Der Touch. Perfekt. Das war Runde 1. Arme durch. Bleib in Bewegung. Jetzt kombinieren wir ein bisschen Ausdauer mit ein paar ganz kleinen Kräftigungseinheiten. Okay, bleib geöffnet, atme durch, jetzt wird das Ganze ein bisschen statischer, nur für diese Runde, danach bauen wir wieder ein bisschen mehr Dynamik auf, du federst mit mir, tief, und jetzt, jumps nach innen und nach außen, komm, Mitte, wenn du nicht springen magst, dann machst du den moderat, wenn du nicht springen magst. Okay? Komm, zieh. Let's go. 1, 2, schieb den Fuß zurück. 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Und weil es so schön ist, machen wir noch 8 Stück mehr. 8, komm. 7, 6, 5. Noch 4, 3 mehr. Lass gleich deine Beine geöffnet. Zieh deine Arme. Bleib mal schön tief. Und jetzt bring Energie in deine Arme. Jawohl. Pass auf. Dreh mal dein Knie mit ein und die Fußspitze mit. Zieh. Gut. Wechsel die Seite. Zack. Sehr gut. Bring Energie in deinen Arm. Noch 4.
drei mehr, zwei mehr und stopp. Achtung, Füße zurück. Running, let's go. Run, komm, tief durchatmen. Lass den Po mit deinen Schultern auf einer Linie. Wenn du weniger bist, mach es moderat. Auch das ist eine Variante. Entweder moderat oder schnell. Komm, jetzt noch 8. Noch 7. 4 mehr. 3 mehr. Wir richten uns wieder auf. Stopp. Komm. Gut. Bleib in Bewegung. Das war Runde 1. Auch das wiederholen wir nochmal. Die Jumps. Ready? Komm. Wir ziehen durch. Und denk daran, du kannst immer wieder zurückgehen in die Basic-Variante. Wähle so, wie du es kannst. Noch 8. 6 noch. Und die letzten 4. Mach noch 2. Jetzt. Bleib hier. Tief. Und die Arme vor. 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 Immer schön Rumpfspannung aufbauen. Zur Seite. Komm. 8. 7. 6. 5. Mach weiter. 4. 3. Wechsel jetzt. 8. 7. 6. 5. Mach noch 4. 3. 2. Komm tief. Running. Let's go. Komm, zieh durch. Schnelle Beine. Weiter. Ich mache es ein bisschen schneller. Komm, noch 8. 7. 6. 5. Weiter. Und stopp. Komm. Eine Runde haben wir noch. Ich hoffe, ihr habt gute Laune. 4, 3, 5, 7, bitte. Wählt euer Tempo, Leute. Ihr habt immer die Möglichkeit, weniger zu machen. Es geht auch immer weniger. Ja? Ja. Noch 7. 6 mehr. Das ist unsere letzte Runde davon. Gut. Gleich nochmal die Arme. Alles klar, oder? Hol Luft. Nutze die Pause jetzt kurz.
kurz, um ein bisschen durchzuatmen. Beweg dich ein bisschen und dann geht es gleich weiter mit der nächsten Runde. Okay, ihr seid bereit? Dann machen wir weiter. Neuer Block. So, dann marschiert am Platz. Es geht weiter mit einem Lunge, Variante 1, Variante 2, Arme lang. Okay, setz mit ein, komm. Entweder du bleibst hier oder machst es schneller. Drei. Seid ihr bereit fürs Dribbeln?
kurbeln. Komm, zieht durch. Es sind die letzten. Noch 8. 7. Noch 6. Noch 5. Noch 4. 3 mehr. 2 mehr. Und relax. Habt ihr gute Laune? Perfekt. Das ist gut. Bleibt in Bewegung. Weiter geht's. Step Touch. Step Touch. Kommt. So, einen Block haben wir noch. Einen schönen Block noch. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mehr machen. Entweder den Fuß dran setzen. Wenn ihr noch mehr wollt, macht einen großen Schritt. Ja? Wählt euer Tempo. Eure Zeit beginnt. Let's go, komm. Feet, feet, feet. Immer schön stabil auf dem Fuß landen. Hopp, 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 hopp. Das sieht gut aus. 8 Stück haben wir noch. Noch 8. 7. 6. Und die letzten 4 Mal. 3 noch. Neuer Schritt, schau mir zu. Jump, push, jump, twist, jump, twist, jumping jack vor. Komm, du kannst auch, wenn du nicht springen magst, schau mal, dann machst du den hier. Wenn du nicht springen magst, dann machst du den. Hep, zieh, hep. Weiter, weiter, weiter. Komm, Energie. Perfekt. Achtung. Jetzt. Ein Kick. Du kannst auch ganz moderat machen. Wenn du nicht so viel willst, mach es moderat. Ansonsten verlagern. Kick, kick. Sieben, sechs, komm,
4. Noch 3. 2 mehr. Jumping Jack Twist. 10. Jawohl. Das sieht gut aus. Komm. Jetzt gib nochmal alles. 10. Die letzten. 8. 7. 6. 4. Bist du nochmal bereit? Für den Kick? Jawohl, let's go, komm! In Sport! Woo. Kick, kick, komm! Vorne in der Knie! Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, nach innen, lass den Schultergürtel schön tief.
Sehr, sehr gut. Weiter. Oh, anstrengend. Eieiei, die letzten kommen. Noch 8. 7. 6. 5. Noch 4. 3. 2. Oh. Eieiei. Schmerzen. Habt ihr auch Schmerzen? Auch schnell wieder weg. Runde 2. Sit-ups, wenn ihr wollt, beide mit oder ohne. Jetzt, komm. Streckt euch jetzt nochmal richtig schön an. Zieht und zieht und zieht. Zieht. Und jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4. Weiter. 5, 6, oh. Wir müssen leider noch 8 Stück mehr, komm. Noch 8, 7, 6, die letzten 4 mal. 4, 3, 2 und Pause. Oh Leute, nur noch einmal und dann haben wir es. Das war doch eine schnelle Stunde, oder? Ich finde, die ging so schnell vorbei heute. Komm, wir nehmen noch 2 schöne Atemzüge zusammen. Einatmen, ausatmen. Und dann starten wir. Macht es so, wie es für euch passt. Endspurt, komm. Letzte Runde. Zack, 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 zack. Bauch nochmal schön fest anspannen. Zack, zack. Ich gebe euch die letzten 8 Stück. Come on, let's go. Noch 8. Und noch 7. 6. 5 mehr. 4. 3. 2. Stopp. Oh, Entschuldigung, dass ich mich hier so anstelle, aber ich habe ein bisschen Schmerzen in meinem Bauch gerade. Aber es nützt ja nichts. Ohne Fleiß kein Preis, ne? Sind wir schon durch? Nee. Einmal noch die Crunches, Sit-ups, komm. Zack. Und zieh. Zieh. Atmung. Oh, volle, volle Kraft. Yay. Yeah. Zieh. Und wir haben jetzt noch 8. Komm, Leute. 7. 6. Noch 4. 4, 3, 2, der letzte. Fertig. Ihr habt es geschafft. Bleibt jetzt nochmal liegen und gönnt euch noch eine klitzekleine Pause. Nur eine kleine, kleine Pause. Das, was ihr hier im Hintergrund hört, das ist gerade Verena, die gerade eine Langhantelstunde hat und noch Vollgas gibt. Dafür entspannen wir uns jetzt schön. Kommt, streckt euch einmal lang mit mir aus. Nehmt euch jetzt einfach nochmal die paar Minuten, die wir haben, zusammen. Macht euch richtig schön lang. Streckt mal die Fußspitzen lang durch, streckt die Arme schön lang durch. Und hebt mal eure Bauchdecke mit der Einatmung schön nach oben. Seitlich aus. Beide Füße stellt ihr auf und legt beide Beine mal geschlossen über die linke Seite. Euren Kopf dreht ihr entgegengesetzt zur anderen. Seite.
Leute. Ich hatte ganz viel Spaß mit euch. Hat Spaß gemacht, mal wieder so richtig schön zu schwitzen. Ich liebe ja diese Formen, diese Stunden so sehr, weil sie so schön kurzweilig sind. Natürlich nicht zu vergleichen mit so einer Kraftstunde, ist ja klar. Aber zwischendurch macht es auch Spaß, einfach mal so ein bisschen Gas zu geben und den Kopf auszuschalten und zu schwitzen. Zieht mal beide Beine ran und schließt eure Oberschenkel. Und dann rollt ihr euch einmal auf. Streckt mal die Beine nochmal schön lang nach vorn. Und dann zieht ihr euch mal schön weit nach vorn. Ihr könnt die Hände entweder am Boden ablegen. Und wenn ihr flexibel genug seid, dann könnt ihr gerne auch hier an die Waden greifen und euch einmal schön nach vorn. Oder einen schönen Tag, je nachdem, wann auch immer ihr dieses Video vielleicht auch nochmal nachholt. Und bleibt vor allem gesund. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.